Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Sunkenland, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ja, ich habe mein Inventar leer gemacht, das Boot ist leer und jetzt gehen wir weiterhin auf die Suche nach unseren komischen Teilen, diese mechanischen Teile. Ihr habt geschrieben, bei den Autobahnpässen könnte ich eventuell Erfolg haben. Da gucken wir jetzt gleich mal hin. Das ist hier nämlich direkt in der Nähe. So, Treibstoff ist noch super. Und dann fahren wir dort mal hin. Und tauchen mal wieder eine Runde. Ich habe allerdings jetzt keine Sauerstoffflaschen mit. Da müssen wir irgendwie so zurechtkommen. So, Autobahnpässe. Na, noch ein Stückchen ist es. Obwohl hier schon die ersten Brücken anfangen. So, gucken wir mal. Ist denn hier irgendwo ein Hai? Ich sehe jetzt hier erstmal keinen. Wir schauen mal. So, das ist alles Blödsinn hier. Das brauchen wir nicht. Und wir müssen heute mal zum Händler schauen, Leute. Weil es ist Halloween-Spezial. Das nehmen wir. Den Rest brauchen wir nicht. Schnell nach oben. Tja, ohne Sauerstoffflasche ist hier vielleicht ein bisschen doof. Ich guck mal hier in das Gebäude. War es nicht. Nee, das ist es nicht, was wir suchen. Hallo? Bin ich mit dem Kopf irgendwo angestoßen? Hier ist wieder eine Ledercouch. Hier ist ein Spind. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht, Leute. Wir brauchen diese Pläten mechanischen Teile. Vielleicht hier irgendwo. Nö. Na gut. Das ist jetzt ohne Sauerstoffflasche ist das ein bisschen blöd. Würde ich sagen, fahren wir einfach zur nächsten Insel. Das macht jetzt mehr Sinn. Die da hinten. Vielleicht haben wir dort Glück. Wir brauchen ja im Prinzip nicht mehr viel, ne? Wenn wir das dann einmal haben, dann können wir schön Stahlbahnen herstellen. Da ganz hinten ist ja auch noch eine Insel. Und was ist denn das da? Krass. Ach du Scheiße, haben die Karte erweitert, Leute? Kann das sein? Was zur Hölle ist das? Das sieht aus wie so ein Eisberg. Kann es noch nicht erkennen. Das schauen wir uns heute definitiv noch an. Dann geht die Folge vielleicht ein bisschen länger. Ist wirklich ein Eisberg, ne? Ja, hier sieht's gut aus, Leute. Metallmine. Oh, das klingt interessant. Vielleicht haben wir ja hier Glück. So, der erste Gegner ist down. Da hinten ist noch einer, aber der steht wieder hinter so einem Rohr. Und da kann ich wahrscheinlich nicht drauf schießen. Aber vielleicht von hier oben. Ich wünsche mir so sehr ein besseres Scope. Jetzt zeigt er mir nicht seinen Kopf, der Knilch. Doch jetzt. Alter, wie viel steckst du ein? Geld sammeln.
So, da oben. Hier sind überall Gegner. Aber hier kannst du gut Metall farmen, ne? Offensichtlich. Da oben ist einer. Hier hinten war noch einer. Habe ich gesehen von Weitem. Wo bist du? Alter, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich ja nicht mal. Wo bist du? Hä? Wo ist denn der? Panik auf der Titanic. Ich sehe den nicht. Da unten ist einer. Hä? Ich sehe den nicht, Leute. Der muss doch hier irgendwo bei mir in der Nähe sein. Ich sehe ich, du Knösch. Beweg dich mal nicht so. Der ist geschickt. Der ist sehr geschickt, der Bursch. Bleib doch mal stehen. Okay, den haben wir. Aber wo ist der Typ, der hier direkt auf uns geschossen hat? Ich sehe ihn halt nicht. Er muss doch hier hinter dem Baum sein. Alter! Willst mich verarschen oder was? Du hast mir ja jetzt aber ganz schön eine reingebrezelt. Eieiei. Eieiei. Na gut. Aber hier hat ja noch was geschossen, ne? Da ist noch einer. Jetzt trifft er wieder nicht. Hä? Ich zieh doch genau auf seinen Kopf. Was soll das? So, okay. Nochmal so eine Kräutermedizin reinbasteln. Ich verstehe es nicht, warum man die nicht trifft. Das ist schon irgendwie ein ganz schön krasses Actionspiel geworden, muss ich mal sagen. So, hier ist keiner. Jetzt holen wir uns erstmal den Typen da. Wie er durch den Baum schießen will. Wie er es auch einfach macht. Harter Sackgang. Harter Sackgang. Alter! Das wird so nix, Leute. So, der ist down. Wo ist der andere? Da unten irgendwo. Hä? Ich sehe ihn gar nicht. Ist irgendwie krass, wie die immer mich sehen, aber ich sehe die nicht. Du Schwein. Du Schwein. Den da unten habe ich auch gesehen, Leute. Gib mir alles.
verstehe es nicht. Zeig dich, du Wicht. Zeige dich, du Wicht. Du willst doch sterben. Oder? Willst du sterben? Hm. Okay, der hat sich gut versteckt. Ich loote erstmal den Typen hier hinten. Wo hab ich denn den erschossen? Jo. Guck mal. Okay, hier kommt wieder nur Mist raus. Nur Mist kommt da raus. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab dir direkt in die Fresse geschossen. Hier ist keiner. Hier ist ein Tresor. Vielleicht haben wir Glück. Betäubungs-SMG haben wir. Das Bild nehme ich mit. Ne, brauchen wir alles nicht. Hier kommt hier Benzin raus? Ne, hier kam noch chemische Substanz. Ja, das ist alles Mist. Gut. Noch irgendwer hier? Was zu melden? Da ist noch ein grüner Kasten. Hä, dann ist der Typ wohl da unten doch tot. Jetzt kommt nämlich wieder normale, schöne Musik. Ne, jetzt kommt wieder Action-Musik. Alles klar. Hä, wo ist denn der jetzt hin? Hä? Ach hier. Irgendwo muss er hier sein. Ist geil, wie das Wasser hier reinspült. Oh, hast du mich erschreckt? Sage mal, großer. Ja, das sind doch diese roten Schränke. Genau, diese roten Schränke brauchen wir. Da ist das Zeug drinne. Geil. Das brauchen wir nicht. Ein Lappen. Jetzt hat der Lappen nur ein Lappen. Kann ich hier was rausnehmen? Aus der Karre? Kommt nur Mist raus. Aber wenigstens ein Benzinkanister. Fernglas lassen wir drinne. Die nehmen wir und verwenden sie. Wie viele Baupläne haben wir denn eigentlich schon? Oh ja, guckt mal. Wird immer mehr. Nix drin. So, einer ist hier noch am Leben. Den haben wir ja auch schon gehittet. Der ist bestimmt in die Hütte reingerannt. Komm raus da! Du Wicht! Da oben ist er. Es ist doch nicht der Ernst. Hör auf, dich zu bewegen. Aber. Jetzt haben wir's. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht, oder? Dafür haben wir keine Munition mehr. So, die Pillen nehme ich. Das. Ja, da haben wir noch wieder ein bisschen. Den Rest lassen wir da. Noch so eine rote Kiste ist hier nicht, ne? Irgendwo. Schade. Psch.
hier ist bestimmt Essen und Trinken drin. Nee, Klebeband. Dann haue ich mir mal so eine Dose rein. Einmal Heilung. Aber doch souverän gemeistert. Auch wenn der manchmal echt nicht gut trifft. Also hier kommen wir dann definitiv an Haufen Kupfer, Eisen. Was ist das hier eigentlich? Sieht so merkwürdig aus. Wo sind das ganz normale Steine? Sieht gerade so komisch aus. Nö, das ist nichts. Hier steht wieder dieser Bagger. Gibt es hier eigentlich eine Leiter, mit der ich hier auf das Gebäude komme? Weil da oben haben wir ja auch jemand erschossen. Oder müsste ich mich da hochbauen? Weil da oben ist ja auch so ein grüner Kasten, ne? Na? Das kriegen wir vielleicht hin. Hä? Ich versuche gerade so dran vorbeizuspringen, wisst ihr? Spiel austricksen. Naja, ihr müsst doch eine Leiter geben oder sowas. Wartet mal. Na, oder? Ja doch, von dem Turm da drüben komme ich da vielleicht hin. Das checken wir ab, Leute. Ich will wenigstens diesen grünen Kasten noch looten. Naja, komme ich doch niemals darüber. Nee. Da komme ich nicht rüber. Den Kasten hätte ich halt gern gelootet, aber ich komme da halt nicht hin. Da müsste man sich wahrscheinlich hochbauen oder so. Guck noch mal hier, ob hier noch irgendein geiler Shit ist. Hier ist nichts. Nichts. Nö. 15.13 Uhr, es wird bald schon wieder dunkel. Ne, dann haben wir hier erstmal soweit alles durch. Der Eisberg sieht halt so interessant aus. Wir haben ja vielleicht jetzt genug Teile. Lasst mal zurückfahren. Wir schauen mal kurz beim Händler vorbei. Ausdauer ist gerade im Keller. Diesen Kasten hier kann ich nicht looten, ne? Nö. Schade. Wie viel haben wir jetzt rausgeholt? Gerade mal 2 Stück. Ja, wir gucken. Wir gucken nach Hause. Und vorher mal beim Händler kurz vorbeischnorchen. Waren wir auf der Insel eigentlich schon? Ich weiß es nicht. Gummi-Enten-Insel. Ja, da waren wir schon. Ja, den Eisberg müssen wir uns mal nach... Und da ganz hinten ist auch noch eine Insel. Krass, ich weiß nicht, ob die die Karte erweitert haben oder ob das schon immer so viele Orte waren. Kommt mir gerade so vor, als ob die größer geworden ist. Und das sieht auch interessant aus. Wie will man denn da hochkommen? Ey, da steht ein Hubschrauber. Vielleicht kommt man doch nur mit einem Hubschrauber hin, Leute. Da steht doch ein Hubschrauber oben drauf, oder? Warte mal, das schaue ich mir jetzt an. Den Umweg machen wir jetzt, ja? Ist doch ein Hubschrauber, oder? Ja. Das ist die Brücke. Aha. Kommt man denn da irgendwie hier hoch? Sieht irgendwie geil aus, oder?
kann ich nicht durchschießen. Ich bin das erste Mal gestorben, Leute. Ich bin das erste Mal gestorben. Ja, gut. Aber wir haben ja noch unseren Loot. Guckt mal. Jetzt ist aber unser Boot da hinten. Scheiße. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie viel haben wir denn eingeboost. Aber unser Rucksack ist leer. Aber im Prinzip haben wir noch Loot. Ey, da müssen wir jetzt noch mal hin. Da müssen wir jetzt noch mal hin. Es nützt nichts. Ich brauche erstmal eine Reparatur meiner Dinge. Dann brauchen wir Munition. Vielleicht bauen wir uns mal die Schrotflinte. Was brauchen die? Eisenbahn, Gummi, Waffenteile und die kaputte Schrotflinte. Waffenteile haben wir hier. Hier, kaputte Schrotflinte, Gummi und Eisenbahn, ne? Scheiße, Leute. Bin ich doof? Warte, Gummi ist hier unten. Okay, das erste Mal gestorben in dem Spiel. Krass. Haben wir das auch mal mitgemacht. Hier. Herstellen. Schaden plus 25. Ja, die macht ja gar nicht so viel Schaden, ne? Sehe ich gerade. Das Repetiergewehr macht halt 65er Schaden und unsere Desert Eagle macht 50 Schaden. Also ist die Schrotflinte eigentlich nicht so geil. M16, AK-47, was gibt's denn hier noch? Eine LW-59, die ist aber auch neu. M14? Aha, aha. Ich baue trotzdem mal die Schrotflinte, das muss er halt auch mal sehen. So, da ist er. Und da kriegt man ein bisschen die Munition auch los, die sich hier so anhäuft die ganze Zeit. Halt. Das hier rüber. Das hier rüber. Ja, dann müssen wir uns ein bisschen Heilung bauen. Beziehungsweise ich kann ja mal diese Pillen hier mit. Oh. Diese Pillen hier auch mal benutzen. Ach, hier, guck mal. Ich habe ja noch was vorbereitet. Essen, Trinken machen wir dann, wenn wir geschlafen haben. Wohl 18.22 Uhr. Müssen wir jetzt noch kurz überbrücken, die Zeit. Wie viele Algen haben wir noch? Wir haben noch ein paar Algen. Also wir können dann auch noch mal was herstellen. Krass, ey. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Ach, guck mal, hier ist auch noch Heilung drin. Habe ich ja schon mal was vorbereitet. Pilzvogelsuppe. Da kommen die klatschen wir uns rein. Reduziert den Hunger- und Durstpegel, diese Pilzsuppe. Sehr gut. Gut, jetzt müssen wir kurz warten, bis 22 Uhr ist. Dann gehen wir pennen. Und dann, naja, wartet mal. In der Zeit können wir ja mal ein paar Bilder oben aufhängen. Obwohl, ich will das, glaube ich, oben noch ein bisschen größer bauen. Das können wir nicht so lassen. Das muss alles größer werden. Warten wir mal noch damit. Oh, nee. Habe ich denn hier nicht mal meine Ruhe? Hä? Ich habe doch gerade was gehört. Aber hier steht ja auch nichts mit einem Angriff, ne? Vielleicht haben die noch mal einen Freudenschuss dort hinten abgegeben, weil sie mich erschossen haben. Diese Arschlöcher. Dass man hier erst 22 Uhr schlafen kann, finde ich irgendwie doch. Nee, finde ich irgendwie dumm. Kann man sich doch selbst aussuchen. Wir sind doch alles erwachsene Survivor. Survival-Typen. Jetzt müssen wir halt warten. Habe ich noch so ein Rotpunktvisier? Ach so, guck mal, ich habe hier noch einen Skelettkürbis gefunden. Der ist cool, den stellen wir mal auf. Den stellen wir neben das Bett.
Oder hier vorne so an die Scheibe. Der guckt dann halt so raus. Wartet mal. Ja, hier ist cool. Wo es eigentlich cooler wäre, wenn der nach außen guckt. Oh, geil. Macht er sogar Licht. Sieht schick aus, oder? Coole Sache. Wartet mal, dann nehme ich doch mal meine Wertgegenstände mit. Und wir gucken mal auf dem Weg zu unserer Leiche zum Händler. Wartet, Wertgegenstände waren hier. Gut, dann mache ich mal kurz Pause und wenn wir geschlafen haben, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So Leute, wir sind wieder da. Jetzt müssen wir zu unserer Leiche fahren und hoffen, dass wir die looten können, weil das sind ja unsere wichtigen Zahnräder drin, ne? Ich wollte noch mal gucken, was brauchte man? Ach ne, das ist hier die Säge, Forschungstisch. Baupläne, Mission, ne, hier bauen. Was brauchten wir denn diese Stahlbahn? Ach ja, für diese Dingsi-Bumsis. Aquarium war es nicht? Nee. Stahlofen, genau. 5 Stück. Habe ich die nicht schon? Ich guck nochmal in die Kiste, aber eigentlich habe ich die doch schon 5 Stück, oder? Oh, ey. Was zur Hölle ist hier los? Jetzt gibt's aufs Maul. Sehe sie halt nicht. Hä? Ist der irgendwo bei mir drinnen in der Base? Hä? Ich sehe hier keinen, Leute. Schluss damit. Ah, jetzt sind sie alle tot. Ah, ich habe auch die ersten unsere Spikes. Ne, irgendwo ist noch einer. Wo ist denn der da? Der kann doch hier nicht so wild rumknallen. Da hinten. Heute ist aber ganz schön viel Action, Leute. Jetzt muss ich erstmal wieder aussortieren. Ich komme nicht zu dem, was ich eigentlich machen wollte. So, was haben wir denn jetzt hier? An Loot. Haben wir uns mal so ein Steak rein. Eine Limo. Essen wir noch sowas. Eieieiei. Wir dürfen vor allen Dingen nicht so voll dahin gehen, weil wir ja immer noch ein bisschen Platz brauchen, um unser Zeug dann auch einzusammeln, ne? So, ab geht's mit dem Segelschiff. Oh, wo ist denn hier der Fahrplatz? Also erstmal schnell zur Händlerin. Es wird halt eine längere Folge, Leute. Das verspreche ich euch. Ah, ich hätte mal meine Rüstung reparieren sollen. Egal. Wir haben natürlich wieder Gegenwind, wunderbar. Aber ich mag das, ist irgendwie geil, die Action. Gefällt mir. Ah, guck mal, da ist so ein... Ah, guck mal. Da ist doch was Neues. Hier liegt vor allen Dingen noch Zeug. Guck mal, hier liegt noch Zeug. Ich weiß gar nicht... Ein Pfeil?
Marete. Okay, das habe ich irgendwann mal hier hingeschmissen. Ich kann mich erinnern. Ja, geil, guckt mal. Guten Tag. Oh, jetzt quatschen die alle Bilder. Was ist denn das hier? Marmor. Ach, geil. Aber ansonsten hat die eigentlich nichts, was ich brauche. Und die ist neu. Seid ihr Geschwister? Nee. Soll ich mal her? Ach, cool. Ein Kürbiskopf. Rüstung plus 2 kann ich mir aufsetzen. Oh, die Skelettende, die will ich haben. Die will ich haben, Leute. Was bitten die dafür? Ja. Wir haben eine Skelettende. Was ist das hier noch so? Buh und Fledermäuse. Oh ja, Neo-Fledermäuse und eine Katze. Ich nehme erstmal die Neo-Fledermäuse. Ja. Und die Katze will ich auch. Deal. So, was haben wir hier noch? So unser manchen Kürbiskopf. Ich weiß nicht, wie lange die... Oh, hier ist so ein Sarg. Wie lange die Aktion hier noch ist. Deal. Eine Spinne. Spinne nehme ich auch. Halt, der war zu viel. Cool. Ja, da haben wir ja einen Haufen Zeug abgesandt. Einen Haufen Halloween-Zeug. Wie geil. Jetzt müssen wir nur noch unsere Leiche looten. Ah, warte mal. Verbände brauche ich ja. Wieso habe ich denn hier Stoff einstecken? Und weiter geht's. Fahren. Mal gucken, aber wenigstens unsere Leiche brauchen wir. Das Blöde ist halt jetzt, dass wir jetzt zwei Boote dann da hinten haben. Das ist irgendwie doof. Naja, was soll's. Ah, die Schrotflinte macht schon Spaß. Die hat auch ganz schön Bums. Muss ich dann bloß mal wieder neue Spikes hinbauen, die sie jetzt weggebrochen haben. Die müssen wir dann ersetzen. Wie kriegt man denn dann das Boot wieder nach Hause? Da müsste man quasi bis dahin schwimmen, ne? In Schlepptau kann man es ja leider nicht nehmen. Das wäre geil. Einfach so ein Seil dran und dann ziehst du es nach Hause. Also wäre ja logisch, dass man das so machen könnte. Aber dann können wir in der nächsten Folge definitiv schon diesen Stahlbrennofen bauen. Okay, wir kommen langsam an. Ich hoffe, wir werden nicht gleich übelst hart beschossen. Weil mit dem Boot hier ist man halt nicht so wendig, sag ich mal. Ah ja, wie sie schon alle da rumstehen, das ist ja krass. Oh, wieso blutig? Hab mich am Boot gestoßen. Scheiße, Leute. Ich glaube, das wird verdammt hart, irgendwie überhaupt an unsere Leiche zu kommen. Man trifft ihn halt nicht. Scheiße, Leute.
Jetzt wäre eine Handgranate gut. Aber warte mal, hattet ihr nicht gesagt? Ah, guck mal, das geht. Ist voll das Cheaten, aber ist mir egal. Ich will bloß meine Sachen wieder. Dafür cheat ich auch. Beziehungsweise nutze ich Spielmechanik aus. Okay, wir müssen warten, bis wir Ausdauer wieder haben. Muss ich hier irgendwas zu essen einstecken? Nee. Komm mal hier rüber. Alter, stirb doch! Der nächste tot. Ich glaube, einer ist noch am Leben, oder? Ja. Wo ist denn der? Da. Scheiße. Darf man keinen Fehler machen, Leute. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir hochgeheilt sind. Da hinten ist noch einer. So, das hier ist wichtig. Bild ist wichtig. Die Pillen sind wichtig. Ich nehme erstmal nur das Zeug mit, was jetzt hier gerade wichtig ist, Leute. Geh mal kurz ausladen. Alter, geh mir nicht hart auf den Sack. Wo bist denn du? So, der nächste, der platt ist. Ich will erstmal ein bisschen in Ruhe ausladen. Puh. Mann, 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 Mann. So, okay. Nee, ich wollte die Knarre. Gut. Das brauchen wir alles nicht. Wir könnten eigentlich mal wieder Leder mitnehmen, ne?
haben wir hier? Und noch mal essen und trinken. Eieieiei. Oben ist noch einer. Hui. Ja, du bist ein schlauer Fuchs. Ein ganz schlauer Fuchs bist du. Naja, er kann halt auch nicht durchs Auto durchschießen. So. Ne, da ist immer noch einer. Ja, wo ist er? Wo ist er denn? Wir haben es geschafft, Leute, Alter. Eieieiei. So, okay. Das nehmen wir mit hier. Die haben wir gleich hier runter. Abgedingste Schrotfinde brauchen wir jetzt nicht. Mann, das war ja eine Action. Schutzbrille A. Brauchen wir nicht. Was so eine Action, Leute. Ja, hier, das brauchen wir. Kurz ausladen. Halleluja. Alter Schwede, war das krass. Heftig. Aber wir haben es gelöst. Wir haben heute einmal mal zwei Inseln klar gemacht. Wir wissen, wo es ganz viel Kupfer gibt. Und wir holen jetzt hier nochmal das rote Zeug raus. Ne, wo war es denn jetzt? Hier ist auch noch eine Kiste. Wartet mal. Wo bin ich denn da jetzt hingekommen? Ah ja, hier. Da haben wir es. Eieiei. Genau, nochmal zwei Stück. Super, Leute. Dann würde ich mich aber an dieser Stelle verabschieden. Ich loote das jetzt hier noch in aller Ruhe. Da müsst ihr ja jetzt nicht dabei sein. Das war echt eine actionreiche Folge. Hat Spaß gemacht. Oh, hier ist noch ein Tresor. Da gucken wir noch zusammen rein. Ja, eine Dartscheibe. Ich dreh durch.
Juhu! Das lassen wir drin. Das ist ja geil. So, eine Dartscheibe. Gibt nichts Schöneres für mich. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da bauen wir dann endlich mit Stahlbahnen und können dann auch endlich mal bessere Rüstung und sowas bauen. Da freue ich mich drauf. Coole Sache. Die Sonne geht unter. Mein Herz geht auf. Das Spiel, doch, heute hat es echt Spaß gemacht. War krass. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.